Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Blaue Edition Randomizer. Wir befinden uns immer noch in dieser stockfinsteren Höhle und haben in der letzten Folge ein Mew gefangen, was ein Ditto war. Ich kann immer noch nicht richtig drüber reden, weil es mich so schockiert hat. Wenn ihr das verpasst haben solltet, dann schaut unbedingt in der gestrigen Folge vorbei, in der letzten Folge, was auch immer. Ansonsten geht's jetzt weiter mit diesem netten Nidoking, was um sich schlägt. Tschüss. Und ich glaube, wir sind fast aus der Höhle draußen. Und Dratini hat ein Level up. Sehr schön. Hallo, Trainerin. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Cool, ich nicht. Also, nein. Ich bin hierher gekommen, um durchzulaufen. Ach, wie süß, ein Sandan. Und gegen Sandan ist die beste Waffe ein Aquana. Oder sonst irgendein Pokémon, was eine Wasserattacke kann. Hey, nicht schlitzen. Nicht rumschlitzen. So langsam gehen uns die AP für unsere ganzen guten Attacken aus, was nicht so super ist, ehrlich gesagt. Noch ein Sandan, okay. Bevor Aquana down geht in diesem Kampf, behalte ich es lieber drin. Aquaknarre reicht schließlich auch, wie man sieht. So, noch ein Dragosso, okay. Nein, ich möchte nicht wechseln. Das sieht ja cool aus. Sehr in Action, diese Pose. Wir haben es geschafft. Wir haben Dragosso besiegt. Das war auch ihr letztes Pokémon. Endlich. Sind wir fast aus der Höhle draußen. All meine Pokémon wurden besiegt. Ja, okay. Lass mich bitte einfach gehen. Das ist der Ausgang. Bitte. Ein Knogger. Nein, Knogger. Ich glaube, Dratini kann nicht davor flüchten. Taubos ist fast tot. Es hat aber fast ausgehalten. Fast bis zum Pokémon Center ist es gekommen. Machen wir lieber mal Blubstrahl, nur um sicher zu gehen. Reicht. Okay. Ach, draußen. Ich weiß es nicht. Ein Top-Äther. Ganz durch Zufall. Ich wusste nicht, dass er der ist. Nein. Bitte. Lass mich gehen. Nein, so knapp vorm Pokémon Center, das gibt's nicht. Nur noch so wenige Schritte hätte es aushalten müssen. Schade. Hallo, bitte heil meine Pokémon. Irgendwie geht's ihnen nicht mehr so gut. Endlich haben wir sie rausgeschafft. Diese Höhle, das war so ätzend. Ehrlich. Ja, ich komme wieder vorbei. Tschüss. Schön. Jetzt, wo wir hier sind, gehen wir weiter, würde ich sagen. In die nächste Stadt. Hallo? Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Da gucken wir mal, was jetzt kommt. Oh je, ich habe schon Angst. Oh ja, Blue. Es passt. Es passt einfach. Ihre Beschreibung passt einfach auf Blutzug. Das gibt's nicht. Oh Mann. Wie ist es, Windstoß? Okay, Wirbelwind, das ist okay für mich. Und es hat schon wieder aufgehört. Also noch besser. Das gibt's nicht. Du scheiß Pokémon. Hey. Los, Ruckzuckhieb ist zu Tode. Ja, das war jetzt ziemlich unnötig. Was? Medbo. Scheiß Medbo. Feg es davon, mein Vogel, und friss es dann. Das ist mir egal. Friss den Schmetterling, wenn du ihn umgebracht hast. Oh, sogar ein Level Up. Sehr schön. Ha. Hör auf!
Sei nicht so gemein zu Blutzuck. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Okay. Sehr schön für dich. Sehr schön. Und ein Fukano, das ist cool, das hätte ich auch gern. Wobei, Arcani hatten wir doch schon mal in einem von meinen Pokémon-Projekten. Im letzten sogar. Au. Nicht Silber blicken, das ist nicht nett. Sonst müssen wir dich mit Wasser einsprühen, bis du tot bist. Siehst du, das passiert, Fukano. Oh, ein Vulpix, wie cool. Fukano und Vulpix. Ah, tötet es, tötet es. Es sieht so seltsam aus. Tschüss. Die Attacke ist sehr effektiv. Vulpix wurde besiegt. Und Level 29. Krass, schon fast Level 30. Den Checkpoint habe ich noch nicht geknackt. Hallo? Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Ja. Das hört sich sehr intelligent an. Typ, der über den Boden kriecht. Oh, er hat das Pipi. Ich wette, er hat das Pipi von der vorhin geklaut und gegen Blutzuck ausgetauscht und sie ist einfach so dämlich und merkt es nicht. Das könnte ich mir so gut einfach vorstellen. So ein gemeiner Typ. Ehrlich. Hey. Hey. Das ist gemein. Aha. Nicht so. Nicht so viel Schaden machen, Pipi. Hör auf. Wir haben King schon ziemlich lang nicht mehr im Einsatz, habe ich das Gefühl. Oh, Duplexieb. In der ersten Generation haben diese Attacken, die mehrmals treffen, aber auch noch so ewig gedauert, bis sie fertig waren. Oh, ein Tauboss. So ein übertriebener Angeber. Ich habe auch eins. Guck. Nein, warte, das ist ein Dratini. Das ist viel cooler. Ja, Windstoß kann meins auch. Aber viel besser. Na, macht das genug Schade. Und nochmal King. Hey, nicht Sand ins Gesicht. Oh, so ein Scheiß. Jetzt machst du ja kaum noch Schaden. Nur noch selten Schaden, nicht kaum noch. Komm schon. Oh, trotz Sandwirbel zweimal hintereinander getroffen. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist unmöglich. Oh, hat ein Ditto. Ich hasse Ditto. Ich hasse Ditto. So sehr. So sehr hasse ich es. Ich hatte ein Mew. Komm schon. Au. Au, es macht viel mehr Schaden. King, du darfst noch mal. Wehe, du verwirrst mich. Nein. Es hat mich verwirrt. Ich habe ihm gesagt, es darf mich nicht verwirren. Das macht natürlich mega viel Schaden. Au. Es kann einfach nichts. King, töte es doch bitte. Mach uns allen das Leben leicht. Dankeschön. Und sogar ein Level up. Yay! Streber, was sagst du dazu? Ich hab verloren. Das ist nicht logisch. Wie, das ist nicht logisch? Du warst scheiße. Ist dir das logisch genug? Hallo, Typ Nummer 1. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Ja, das stimmt. Da hat er recht. Nein, warte. Die Schule macht keinen Spaß. Tja, wir haben rein gar nichts, was effektiv ist. King kann leider auch noch kein Erdbeben. Ich weiß gar nicht mehr, wann man Erdbeben bekommt. Ich glaube aber, das dauert noch.
Oder habe ich schon verpasst? Hoffentlich nicht. Aber ich glaube, das kommt erst noch. Ey! Du Gemeiner! Ha! Kaputt! Okay, ich gehe lieber zur Schule. Okay, was auch immer mit dir falsch ist. Laufen wir mal im Turbo-Tempo zurück zur Stadt. Und heilen unsere Pokémon. Weil es kommen noch ziemlich viele Kämpfe auf dem Weg zur nächsten Stadt. Hallo? Ja, bitte einmal heilen, wie immer. Danke. So freundlich von Ihnen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, bis gleich. Gut. Dann stellen wir uns der nächsten. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier herumstehen. Ja, richtig. Gut erkannt. Sehr gut erkannt. Kriegst eine 1 plus für deine Auffassungsgabe. Göre setzt Myrapla ein. Los! Dratini! Das wird uns sowas von paralysieren, das scheiß Myrapla. Ich sehe schon. Boah, was? Es hat einfach gar keinen Schaden gemacht. So ein scheiß blödes Vieh, blödes Ding. Blödes Radieschen mit Beinen unten dran. Das sollte ein One-Hit sein. Ja. Sehr schön. Tschüss, Radieschen. Und Dratini hat noch ein Level up. Oh, Bisasam, das gibt schön viel XP. Dratini! Los, geh da rein. Geh da rein und kämpfe. Okay, doch nicht. Komm wieder zurück. Du sammelst nur die XP. Hey, nicht tackeln. One-Hit? Ja, tatsächlich. Boah, wie viele Pokémon. Sie hat so eine Nervensäge. Und? Tschüss. Okay, was kommt als nächstes? Oh, noch ein Radieschen. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Mit einem Radieschen wird Tauber schon fertig. Hoffe ich mal. Ja. Sehr schön. Und noch ein Paras. Wow, sie ist so kreativ, was die Pokémon angeht, die sie dabei hat. Sehr kreativ. So, tschüss Paras. Na? Schau, was du getan hast. Was habe ich nur getan? Oh nein. Wie steht es eigentlich mit den Leveln unserer Pokémon? So, Zubat entwickelt sich, ich glaube, im nächsten Level, aber es darf sich erst auf Level 28 eigentlich entwickeln. Weil es dann erst eine halbwegs okay starke Attacke lernt. Ansonsten, das kommt eh raus, unser Schlurp. Dann könnte ich mal wieder Soll ich Dratini weiterentwickeln? Ich glaube aber, es entwickelt sich erst auf Level 30. Also machen wir zuerst mal Zubat. Damit das ein bisschen was an Sinn hat. So. Okay, na dann. Hoffe ich, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, dann schaltet doch morgen wieder vorbei. Kommt doch morgen wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut und tschüss.